Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute reden wir mal so, was so auf Griever Games gerade im Moment abgeht. Also keine Griever Games News, aber wir reden einfach mal über die ganzen Preise und womit man im Moment einfach noch Geld verdienen kann und meine Meinung dazu. So, wir fangen jetzt erstmal an mit den Preisen, Leute. Also ich muss sagen, die Preise für Birken sind im Moment so hart im Keller. Es sagt zwar bei Griever Wert, dass... Also Grieferwert ist so eine Seite, Leute, kann man halt nachgucken, wie viel, welches Itemwert ist, aber die ist sehr ungenau, möchte ich mal meinen. Weil normalerweise kostet ein Beacon, wenn man den wirklich günstig kauft, $330, Leute. Und $330 ist auch noch ein sehr guter Preis für ein Beacon. Und diese Preise sind einfach so tief im Keller, Leute. Das ist einfach, ich finde das einfach nur richtig scheiße. Und dann kommen wir jetzt mal zu den etwas wertvolleren Sachen wie Endstone. Endstone ist allein ja schon mehr wert. Ein Endstone ist $450 wert oder 500. Danach kommen erstmal Dracheneier und Barrieren, Leute. Und das ist jetzt schon ganz schön heftig, was die wert sind, Leute. Ich glaube, Barrieren sind im Moment bei 3,5k. Bedrock ist, glaube ich, bei 5k im Moment. Und Dracheneier sind bei 2,5 bis 3k. Wobei 2,5 eigentlich noch recht günstig ist. Ich habe jetzt hier im Moment auch noch 18 Stück. Und ja, Leute, das ist echt ganz schön. Ja. So, jetzt kommen wir mal dazu, wie man im Moment überhaupt noch Geld verdienen kann. Also man kann im Moment eigentlich nur noch Geld verdienen, indem man Sachen selber baut. Oder sagen wir jetzt mal, man kauft jetzt... Und man macht einen Shop, dann sollte man sich aber, man sollte wirklich alles verkaufen, damit man ein gutes Geld dran verdient. Und man sollte eine Taktik entwickeln, womit man halt den Shop bekannter macht. Zum Beispiel irgendein Bestellungssystem. Dass man irgendwie im Internet bestellen kann bei denen und dass man das dann zur Abholung abholt und es halt noch mit Sicherheitscode und sowas. Wenn ihr wollt, dass ich dazu mal ein Video mache, erstens, wie man sowas macht und zweitens, welcher Shop schon so ein System hat, der scamfrei ist, dann lasst gerne mal ein Like da und abonniert mich. Wäre auf jeden Fall nett. So, Leute. Und auf jeden Fall bauen kann man machen. Oder man ist einfach schon reich. Oder man verkauft wieder Plots, Leute. Obwohl das im Moment nicht so gefragt ist. Ich würde euch empfehlen, baut Plots im Wert von 50 bis 100k. Weil das können sich halt wirklich im Moment die meisten Spieler leisten, sage ich mal. Und ja, Leute. Und jetzt kommen wir jetzt noch zu dem, wie es mir im Moment geht, also wie es mir auf finanziell geht und meine Meinung dazu. Meine Meinung ist erstmal dazu, Leute, die Preise sind so von über- und unterirdisch bei manchen Dingen, dass es einfach komplett behindert ist. Bei Quarz ist es teilweise so, dass du eine Doppelkiste Quarz schon für 12k bekommst. Echt, früher hat die 20k gekostet. Durch diese Booster ist alles kaputt gegangen. Damals dieser Eselbug hat auch wieder Beacons, alles und was, Dracheneier. Endportalrahmen sind auch sehr nach oben gegangen. Ich glaube, die kosten jetzt 15k. Also auf jeden Fall, ich finde die Preisentwicklung im Moment eigentlich recht scheiße, dass sie so weit nach oben geht. Die Preise sollten so konstant bleiben, dass so ein Drachenei so 1500 kostet und so ein Beacon $700. Das finde ich okay. Und so ein Endstone kann auch $500 wert bleiben. Endstone ist eigentlich so konstant. So, und jetzt kommen wir mal noch dazu, wie es mir so im Moment geht. Ihr seht hier schon rechts mein Money. Mir geht es im Moment recht gut, aber das liegt nur daran, weil ich all meine Dracheneier verkauft habe, Leute. Und halt ein paar Eggs noch verkauft habe. Ja, deswegen geht es mir im Moment finanziell recht gut. Ich habe heute, glaube ich, 500k eingenommen und habe davon ein bisschen was ausgegeben. Das werde ich euch aber in einem anderen Video zeigen, wozu ich das Geld verwendet habe, Leute. Wenn euch dieses kleine Infovideo einfach mal dazu gefallen hat, wie die Preise im Moment sind, zu den teuren Dingen, sage ich mal, dann lasst gerne mal ein Like da, abonniert mich, bis zum nächsten Mal, ciao.